Hi, meine Lieben. Willkommen in Teil 7 zu unserem Wandbild aus Epoxidharz. Wir haben das Hauptbild fertiggestellt. Das Harz ist gut ausgehärtet. Wir können heute weitermachen. Und zwar mit einem spannenden Teil werde ich heute beginnen mit der Gestaltung eines Rahmens. Denn ich finde immer, ein Bild braucht einen Rahmen. Und ich habe mir hier schon einiges vorbereitet. Zunächst werden wir aber das Bild ausschalen. Da wollte ich euch auch zusehen lassen dabei. Und das machen wir jetzt gleich. Und die nächsten Schritte erkläre ich, wenn es soweit ist. Also drehe ich euch mal auf den Arbeitsplatz. Wie ihr seht, ich habe einige Bubbles dazu gemacht noch. Und jetzt werden wir uns das Ganze mal ansehen. Ich habe jetzt gesehen, dass ich hier ein bisschen einen Rand habe. Und so wie ich weiterarbeiten möchte, möchte ich diesen zuerst entgraten. Dazu nehme ich mein kleines Skalpell. Am Rand vom Bild haben wir 1, 2, 3, 4, 5 kleine Bläschen, 6 kleine Bläschen. Was aber bei dem Thema von Bubbles gar nicht schlimm ist. Diese Blasen bleiben oft am Silikon hängen und kommen dann nicht raus. Auch wenn das Harz gut entlüftet, kann das passieren. Ja, das passt. So. Nun zum Rahmen. Ich habe mir hier als Form eine Tasse für Blumenuntersetzer besorgt. Die habe ich schon einmal für eine Uhr verwendet. Das hat wirklich wunderbar funktioniert. Ich dachte, ich müsste die Form irgendwie zerstören, damit ich das Harz wieder rausbekomme. Hat aber ohne Trennspray wirklich wunderbar funktioniert. Deshalb möchte ich auch diese hier wieder verwenden. Und ich positioniere das Bild in der Mitte, nur um zu sehen. Ich habe mir hier, wie ich die Uhr gemacht habe, schon mal etwas vorgezeichnet. Das kann ich jetzt auch gut benutzen. Das sieht gut aus. Und was ich genau mache, werde ich euch auch erst im nächsten Video, also morgen, sagen. Denn heute werden wir nur eine Grundschicht machen, die wird weiß sein. Denn die nächste Schicht wird schwarz und der Rest ist eine Überraschung. Mit weiß deshalb, weil ich mir denke, dass auf weiß der Hintergrund noch ein bisschen besser zur Geltung kommt, da viel klares Harz im Hintergrund ist und es transparent ist. Und ich denke, dass weiß hier in diesem Fall die Farben besser zur Geltung kommen lässt als schwarz. Ich war am Überlegen, war schwarz oder weiß, aber ich habe mich jetzt für weiß entschieden. Dann ist das Bild fixiert, dann kommt eine schwarze Schicht rundherum und dann kommt eben das Überraschungselement. Also werde ich jetzt mir ein weißes Harz anrühren gehen oder ich werde mir Harz anrühren gehen und es weiß einfärben und dann schalte ich euch wieder dazu. Bis gleich. Hi ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ich habe mir jetzt weißes Harz angerührt, also Harz angerührt und weißes Pigment und Drop-in-Tropfen und ein bisschen Acrylfarbe dazugegeben, weil ich es wirklich undurchsichtig weiß haben möchte. Und jetzt werden wir das hier hereingießen und dann unser Bild draufsetzen. Dazu werden wir ein bisschen warten müssen, bis es ein bisschen angezogen hat.
denn sonst sinkt das Bild ganz ein und ich möchte es auf das Weiß platzieren. Schauen wir mal, ob die Menge ausreicht. Gut, dann warten wir ein bisschen und ich schalte euch wieder dazu, wenn ich das Bild hineinlege. Bis gleich. Und hier bin ich wieder. Wir haben jetzt circa 30 Minuten nur warten müssen, weil es hier im Dachboden wirklich sehr heiß ist aufgrund der Hitzewelle, die wir gerade haben. Und ihr seht die Konsistenz. Es ist schon richtig zäh geworden. Das ist gut. Es wird zwar das Bild immer noch ein bisschen einsacken jetzt gleich, aber wir werden uns das Harz jetzt ein bisschen in die Mitte ziehen und dann werden wir das Bild positionieren. Das Bild. Legen es mal nur drauf und schauen nur, dass es in der Mitte bleibt vorerst. Wenn wir das Gefühl haben, dass es sich nicht mehr bewegt, ist es gut. Denn noch arbeitet das Harz. Es zieht noch in diverse Richtungen. Vor allem zum Schluss Richtung Mitte, aber das ist nicht schlecht. Hier, wo sich's noch zum Rand hin verteilt, wird die Bewegung noch in diese Richtung gehen. Ich sehe es auch hier. Der Rand ist hier schon größer geworden. Wir werden deshalb noch ein bisschen Druck ausüben. Und man braucht sich nichts denken, in den nächsten 30 Minuten circa kann ich es immer noch korrigieren. Wir werden uns hier einfach zum Schutz einen Karton nehmen und ich habe hier 2 Kilo. Die werden wir einfach draufstellen. Da müsste das so funktionieren. Zum Abdecken nehmen wir wieder die Haube. Das müsste sich auch ausgehen. Sehr gut. In Luftfeuchtigkeit mache ich mir im Moment keine Sorgen. Ist eher das Gegenteil der Fall. Aber vorsichtshalber legen wir uns wieder die Karton hierher. Das war's nun mit Teil 7. Den spannendsten Teil habe ich mir wieder für morgen aufbehalten. Ihr seht so ein Wandbild oder eine Uhr oder überhaupt noch was Größeres, ein Tisch, braucht seine Zeit. Viel Erfahrung, Geduld. Geduld haben wir alle nicht wirklich. Deshalb passieren uns auch Fehler. Aber wir lernen daraus und können uns dadurch auch vielleicht verbessern. Das erklärt aber auch, warum manche Dinge, die mit Epoxidharz zu tun haben, etwas teurer sind. Vielleicht versteht ihr es auch deshalb ein bisschen mehr. Und ja, wir warten jetzt auf das Ergebnis. Ich werde es euch morgen zeigen. Dann werden wir die schwarze Schicht noch machen. Und den spannendsten Teil muss ich euch für übermorgen versprechen. Der wird dafür richtig cool. Dazu zeige ich euch einen ganz tollen Effekt. Also ich liebe ihn sehr. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns zum morgigen Teil 8 wieder. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.